Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video enthält Werbung, denn wir haben ein Paket von Abgebrüht bekommen. Wir waren da schon mal und zwar liegt es in Augsburg, wo wir ganz leckere Äpfel gemacht haben. Wir werden euch mal die Webseite und ihre Adresse alles unten verlinken, wo ihr dann auch mal vorbeischauen könnt. Auf jeden Fall haben wir von denen ein Paket bekommen, wo es über Bubble Tea geht. Ich wollte Bubble Tea schon immer mal probieren und jetzt habe ich die Gelegenheit, es mal zu probieren. Wie gesagt, wir drehen nicht an und legen gleich los. Oh mein Gott. Oh, also auf jeden Fall, also ja, es ist ziemlich überfüllt. Wir haben hier einmal zwei Packungen, glaube ich, mit dem Geschmack Grüner Tee und Hibikus Tee. Das sind die zwei Sorten. Dann haben wir hier ganz viele Strohhalme zum Trinken. Ich habe noch nie so große Strohhalme gesehen, aber da müssen ja die Bubble Teas durchpassen. Deswegen sind die so groß in ganz verschiedenen Farben. Genau, dann haben wir hier einmal grüner Apfelsirup. Dann haben wir hier einen Sirup in Pfirsich und Lemon. Oh mein Gott, das ist voll viel. Genau, dann haben wir hier ein Sirup in Erdbeerglitzer. Erdbeer und Glitzer? Oh mein Gott, hab ich noch nie gehört. Ja, ja, und dann haben wir hier drei Bubble Teas Sorten, wo richtig viel drinnen ist. Einmal Mangoperl. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Ich würde am besten trinken, aber geht natürlich nicht. So, dann einmal Apfelperl. Und einmal Blaubeerperl. Also ich glaube, man kann da genügend Bubble Tea machen. Das wird lange reichen, ne? Genau, und dann haben wir hier noch einmal einen Tee. Und zwar schwarzer Tee. Ja, und dann haben wir hier noch einen Strohhalm. Ja, und das war eigentlich schon der Inhalt. Und jetzt legen wir los. Also, ich habe jetzt schon alles hergerichtet. Ich habe jetzt alles nach Farben sortiert, weil ich finde, das sieht voll cool aus. Ich werde zum Beispiel heute, das erste Mal, werde ich den grünen Apfelsirup mit den Apfelperlen, mit dem grünen Tee und dem grünen Strohhalm machen. Weil ich finde, ich mag die Farbe grün und deswegen wollte ich das einfach mal so heute machen. Man kann natürlich alles auch anders machen. Zum Beispiel, man kann die Blaubeerperlen mit dem grünen Apfelsirup nehmen. Das ist eigentlich voll egal. Und das ganz genaue Rezept könnt ihr dann einfach auf der Webseite Abgebrüht nochmal anschauen, falls euch das alles jetzt hier zu schnell geht. Ja, und jetzt legen wir einfach mal los. Also wie ihr vorher gesehen habt, haben wir erstmal 500 ml gekochtes Wasser und einen Teebeutel genommen und haben die 5 Minuten ziehen lassen. Wir haben jetzt hier zwei Plastikflaschen, weil es eine nicht reinpasst und wir haben keine eine ganz große. Also wir haben jetzt den Tee aufgeteilt und zu 500 ml Wasser kommt 50 ml Sirup rein. Dazu haben wir hier einen Messbecher, der auch schon im Paket drinnen war. Das teilen wir jetzt auf. Dann 2 Esslöffel von den Perlen. Das teile ich jetzt natürlich auch auf, weil ich habe hier wieder 2 Becher. Und jetzt tue ich noch Eiswürfel rein, um es noch ein bisschen abzukühlen, weil sonst wird es zu heiß. So, und die lassen wir schmelzen. Okay. Mama! Testen! Bitteschön. Okay. Wow, da sind Kugeln drin. Wie cool! Also ich muss sagen, schmecken tut er auch gut. Mhm. Gell? Ja. Der Geschmack ist lecker. Heavy. Mille, kannst du mir da nur Bubble reintun? Mhm. Ja. So cool ist das. Ja,
So, das war's mit dem Video. Also ich würde es euch wirklich empfehlen. Ja. Schmeckt richtig lecker. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da ab. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.